Udo, du siehst so anders aus. Hast du einen neuen Eyeliner oder so? Ich zeig dir gleich Eyeliner. Ja, ich zeig dir gleich Eyeliner, das kennen wir ja. Warum lacht ihr jetzt? Komm mal runter. Warum lacht ihr jetzt? Junge, man hat wohl mal ein bisschen was am Mund, aber... Komm mal runter. Was ist? Jetzt erwarte ich. Darum lachst du wieder so doof. Bist sauber. Captain Hagebutten, ne? Captain Hagebutten. Oh, Leute, dann sagt er doch vorher, bevor die Kamera angeht. Das hab ich dir doch gerade 20 Mal gesagt. Hey, du hast... Was hast du denn? Was hast du denn? Ja, hör mir doch einfach mal zu. Der reagiert gar nicht. Warum bist du hier? Für die Bäume. Ja. Weil du das ja nicht gebacken kriegst. Ich hab mir die Kacke angeguckt. Jasses. Welche Kacke hast du dir angeguckt? Ja, die Videos mit ihm. Ich konnte die Plastikschale allein schon, die du aufhattest. Leiter und Kettensäge. Ja, ich weiß das. Baum abgesägt hat. Mhm. Was hast du als Fachmann gedacht? Oh, ich kann nur mit dem Kopf schütteln. Ich kann nicht alles benennen, weil ich mir die Augen zugehalten hab. Ich weiß aber, Kollege. Da musst du ihn aber fragen. Frag doch einfach nach Rat. Du hast, nee. Guck nee. Mal her hier. Udo! Udo, der Baum muss da weg. Du hast da immer noch was. Udo, der Baum muss da weg. Der Baum muss da weg. Er hat doch. Ich sage, ja, da müssen wir Genehmigung holen. Ich sage, und Leute, die das können. Nee, das machen wir selber. Das machen wir selber. Das können wir. So wie damals. Du sollst jemanden holen. Kannst besser jemanden holen, der es drauf hat. Jetzt bin ich hier. Was, Wilke, wir müssen da jetzt hin. Der fängt schon wieder zu pieseln. Der Zuschauer da draußen muss jetzt erstmal wissen, was los ist. Es ist die ganze Woche am Regnen. Ja. So, und ein bisschen windig gewesen. Und was haben wir jetzt festgestellt? Da oben. Beim Eingang zum Hauptplatz ist eine Krone oder also so ein... Sollen wir das Janosch erklären lassen? Ja, Janosch erklären. Du kannst das Auto schon mal wegfahren. Wieso? Ja, weil wir da im Lang wollen, dass wir die Ausrüstung nicht dahin schmeißen. Janosch, was ist hier jetzt Phase? Wir haben einen Krone- und einen Astausbruch. Ist natürlich eine Verkehrsgefährdung. Susstenfeld ist natürlich für die Verkehrssicherheit hier zuständig. Wenn ein paar kleine Kinder oder Zuschauer allgemein das spielen und einen Ast auf den Kopf kriegen und was passiert, was Schlimmes, dann können wir den Laden hier dicht machen. Das sind aber keine kleinen Äste, ne? Das ist eine ganze Krone und ein, ja, aber wie kann das passieren? Ast. Sturm, Trockenheit, wir hatten ja auch ein paar Stürme, die hier durchgezogen sind. Und wie hilft Udo heute? Das frage ich mich auch. Ich kann dir sagen, wie ich dir helfe. Nee, ja, in aller Ruhe werde ich dir das erklären. Ich werde dir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das heißt, ich passe auf, dass da keiner hinläuft, weil er läuft überall rein, weil er genau das filmen will. Er will ja direkt am Tatort sein. Nee, und dann fällt ihm der Scheiß auch noch im Kopf. Jetzt halt die günstige Energiequelle wieder zu aktivieren. Ich rette jetzt die deutsche Industrie. So, seht zu. Ja, wir waren ja gestern schon mal hier, haben uns das einmal angeguckt. Wir haben ja nicht viele Möglichkeiten hier. Hier stehen ja überall Tore, Pfosten, was weiß ich, im Weg. Und wir wollen den Platz auch nicht beschädigen. Deswegen kletter ich immer hoch, schneide die Gefahrenquellen raus und dann ist alles wieder sexy und wir können spielen, hoffentlich. Wenn es nicht wieder alle 3 Sekunden regnet, so wie es jetzt schon wieder losgeht. Ich habe gute Erinnerungen an das Fahrzeug. Verrückt! Könnt ihr eigentlich nichts? Könnt ihr gar nichts? Könnt ihr noch nicht mal so einen kleinen Anhänger da hinten schieben? Du hast dich ja daneben gesessen und hast noch gepfiffen, wa? Udo, ein bisschen Spucke dran, das ist weg. Bin ich eigentlich nur noch vom Blöden umrandet hier, oder was? Ja, Udo. Nur noch Idioten hier auf deiner Baustelle. Das gibt es nicht. Was bist du jetzt so geladen? Ich hätte dich vorhin sehen, wenn dein Auto da gestanden hätte. Ist doch jetzt nicht wahr, oder? Ist doch jetzt nicht wahr, oder? Janosch ist mal rückwärts in Udos Auto gefahren. Oh, der Blick. Welcher Blick? Der ist ja von Udo gerade. Red ich nicht mehr. Aber dein Eyeliner gefällt mir gut. Das ist ein leichter Buntstich. Wenn ich ein bisschen mehr Kraft hätte, hätte ich jetzt eine Antwort gegeben, dann hätte ich dir jetzt gezeigt. Ganz ehrlich, das muss ich jetzt wirklich sagen, das war jetzt ja gerade falsch. Hast du abgespeckt? Kann ja, das sein? Ja, habe ich. Das sieht man. Ja. Ich verzichte auf Zucker. Endlich, du hast es verstanden. Ja. Ich nehme. Sonst immer hast Udo erzählt, Udo, das ist der Weg. Nee, aber Mama, immer dran vorbeireden. Und jetzt hat er sich entschlossen, den Weg zu gehen. Warum habe ich den? Ja, hast du nicht gesagt, dass Udo sich auch immer für alles rechtfertigt? Ja, für alles. Der steht morgens und sagt, ob ich ihn YouTube oder ich habe 5 Minuten zu lang geschlafen habe. Und dann geht das direkt los. Boah, geh einfach jetzt an deine Arbeit. Das sagst du aber wirklich. Der Udo rechtfertigt sich für alles. Für alles. Er kommt hoch, moin Udo. Na, boah, fängt er gleich an, sich zu rechtfertigen. So, komm, los. Ja, das hast du genervt. Udo McMuff, der Mann, der durch die Unterhose atmet. Oh, was ist das hier, eine Kacke? Wir können nichts machen. Das ist so krass, das Wetter. Es regnet in einer Tour. Jetzt haben wir gerade mal ein bisschen trocken. 5 Minuten. Jetzt regnet schon wieder. Ich habe Schlagadern, die kannst du als Seemannstau verkaufen. Solche Schlagadern habe ich.
Gott, oh Gott, was habt ihr denn da an? Könnt ihr da nicht so hochklettern oder was? Ich sag nix. Janosch, mach deine Arbeit weiter. Nix. Nee, Janosch, auspacken, nicht einpacken. Hast du den Grund, warum Leute angerufen werden, die sowas können? Ja, richtig. Und darum haben wir dich hier angerufen, weil du das ja kannst. Ja, jetzt schmier mir das nicht jedes Mal auf meine Stück Stulle oder was. Wo wolltest du das hingeschmiert haben? Nee. Boah, dann reg ich mich auch schon wieder auf. Jetzt will ich eine Zigarette rauchen und der Scheiß ist immer so verpackt, ne? Ich weiß, was passiert, wenn Wilke und ich aneinander kommen, ne? Ja, ihr seid ja verwandt, das ist ja das Schlimmste. Und das ist ja das Blut, das ist ja eine Familie, das Blut fließt bei dir auch, ja. Eine Sippe. Ja, eine Sippe, das ist das gute Wort. Sippe. Was ist hier denn drin? Ich bin Erotikdarsteller in der Vegetationsbranche. Nee, also. Ich bin erstmal Sachkundiger für Baum- und Habitatstrukturen und ich kann es gar nicht mehr aussprechen. FLL-zertifizierter Baumkontrolleur, Seilkletterer. Ich weiß nicht, ob man das einfach als Baumpfleger zusammenfassen kann. Oder auch Gärtner. Ja. Nee, Gärtner nicht. Gärtner denken, sie haben Ahnung von du Bäumen, haben sie aber nicht. Ich habe eine Ausbildung gemacht. Ja, aber das ist schon 10 Jahre her oder so. Da gab es doch mal eine witzige Geschichte, ne? Einige. Einige. Ich weiß nicht, dass du strömenden Regen Weihnachtsbäume verkaufst. Ach ja. Und bist mit dem ganzen Zaun weggeflogen. Es hat gestürmt. Und wir hatten einen, ihr kennt ja die Bauzäune. Ja. Und da war ein großes Werbebanner drauf. Und alle anderen waren schon im Urlaub. Ich, Azubi, stehe dann da. Musste die scheiß Weihnachtsbäume dann wieder einpacken. Packt den Zaun. Hebt den an, es kommt eine Windböe und ich fliege mit dem Zaun einfach 2 Meter in den nächsten Graben. Meine Wutanfälle danach muss ich nicht beschreiben. Oder wir waren auch manchmal so, ja, fahr dem den Bulli zur Seite. Ja klar, Bulli zur Seite gefahren, fahren zur Baustelle, kommen abends wieder, Bulli steht da immer noch. Brumm, brumm, brumm. Ganzen Tag, 8 Stunden da gestanden. Hast du gehört, was er gesagt hat? Nee. Da der ausgeflippt ist. Also nicht nur ich, auch Janosch kann ausflippen. Nee, komm, der zählt. Legt sich ja schon auf, wenn Brot... Wenn die Marmelade vom Brot läuft, dann kriegst du ja schon einen Anfall. Ja, dann kriege ich ja, dann kann mich auch aufregen. Und rechtfertigt sich dafür. Ja, ja, genau. Und jetzt, Entschuldigung, Liebebogen, dass die Marmelade so kacke draufgeschmiert ist. Ich kann mich jetzt auch schon wieder aufregen. Gar nichts zu melden bei Janosch. Nee, und Janosch, weg. Aber jetzt kann ich mich auch wieder aufregen. Ja, meine kognitive. Warum stehen die Tore hier? Ich frage mich jetzt, warum stehen die Tore hier? Weil die da jemand abgestellt hat. Ich habe eine klare Ansage gestern in beiden Gruppen gemacht. Nach dem Training, da wieder weg, da hinten hin. Die kriegst nicht in den Verstand. Die kriegst nicht in den Verstand. So, hier ist Gefahrenzone Nummer 1. Komplett die Krone rausgebrochen. Das sieht man auch. Das siehst du doch. Nein, ja, das ist ein ganzer Wald da. Ja, was braun ist, das siehst du doch. Bist du blöd oder was? Ob die ganzen Stämme braun sind? Die sind grün, die Blätter. Und der ist da braun. Das sieht man doch. Mein Gott, ne, bist du irgendwie farbenblind? Kann das sein? Ja, hier haben wir Problem Nummer 1. Wenn der runterfällt und hier ist der Käfig und die Kinder sind hier, kann es böse enden. Das wollen wir nicht. Darum haben wir jetzt die Baumpfleger geholt. Zack, das wird rausgeschnitten. Und dann ist das gesichert. Und dann kommt Zone Nummer 2. Da oben ist Zone Nummer 2. Gefahrenzone natürlich. Der ist ich genau dachte, Fußgängerzone. Nee, eine Fußgängerzone ist er nicht. Oder siehst du Geschäfte rechts und links? Ich sehe nur Janosch und Ole. Das ist kein Geschäft. Kannst auch noch nicht mal verkaufen. Und da hängt ein Ast durch. Der ist auch schon halbbraun. Der muss jetzt die letzte Woche wohl abgebrochen werden. Was ist denn halbbraun? Der ist dunkel, der ist ganz braun. Und der ist halbbraun. Janosch? Ja? Erklärt man das so in der Branche? Halbbraun und ganz braun, wenn Astmorsch ist. Janosch, du Schlüpfer! Kannst du ihn das bitte erklären? Er braucht eine Bestätigung. Herr Zehn! Ja, er erklärt mir das so. Siehst du das nicht? Der Ast ist halbbraun, der andere ist braun. Der ist doch nicht so lange tot. Der ist ja beim Sturm rausgebrochen. Deswegen kann der ja auch noch nicht so braun sein. Richtig, und der war schon länger da. Da hat keiner gesehen. Der dunkelbraun ist. Ja, und das war noch der gefährlichere. Ja. Aber alles gut, wir kriegen das hin, ne, Udo? Ja, du kriegst das hin, ich nicht. Wie? Ja, meinst du, dass ich da irgendwo hochgehe? Ja, wir haben noch einen extra gut mit. Nee, Leute, ich bin bald 60, ich glaube, dann nehmen wir Turnschuhe hoch. Kleines Stück ziehen wir dich hoch, 2, 3 Meter. Nein! Ich hab den mal so vergessen, ich gehe da nicht hoch. Oh, ich geht die doch nicht im letztes Mal habe ich richtig Lack gekriegt. Von wem hast du Lack gekriegt? Von dir auch. Von dir auch. Wie? Weil ich mit der Kettensäge auf der Leiter stand. Ja, klar. Auf der Leiter hast du auch nichts zu suchen mit der Säge. Nee, weiß ich jetzt.
Ey, wir stehen direkt voreinander, ne? Du, wenn ich eine Fernbedienung will, jetzt wieder ein bisschen leiser machen. Wir stehen direkt voreinander. Machen wir so weiter. Ja, was dann, Udo? Erzähl's mir. Sag's mir. Dann geh nach Hause. Dann kann ich endlich in Ruhe arbeiten. So, komm, hoch. Ich geh, das ist eine Zwille. Wenn du da jetzt. Und dann machst du. Und dann lässt er los, dann fliegt der. Wenn du das so machst, dann wird das nicht viel. Was ist das? Eine Zwille. Wir müssen ja unser Seil in die Bäume reinfeuern. Jetzt kommt wieder, zum Glück gucken nicht so viele Kletterer dein Programm. Die würden sagen, also ich habe auch die Technik, aber man, ich will einfach hoch, ich will meinen Job machen. Ich lege hier mein Gewicht, meinen Wurfsack rein, der hat ein bisschen Gewicht, feuert mir den in eine Astgabel, kann mein Seil, das kleine, diesen Draht, mein Seil festmachen und hochziehen. Einfach eine Leiter nehmen. Ja, einfach eine Leiter nehmen. So, jetzt komm, starte dein Projekt und laber nicht so viel. Labern bin ich für zuständig, du musst arbeiten. Ne, arbeiten tue ich, habe ich noch nie gefunden. Ich meine jetzt auch labern, da bist du auch nicht so gut drin. Und zieh mal Torben an, der sieht auch aus wie so ein alter Emmentaler, ne? Jetzt fängt der an zu humpeln, weil du da jetzt raufst. Tilsitter. Torben, du alter Tilsitter. Wer hat das gesagt? Janosch. Der hat gerade angefangen mit Emmentaler. So ein geiler Typ, ne? Wer? Janosch. Jetzt wird's richtig interessant. Es wird interessant. Ja. Ja. Dann gib mir doch. Ich schau dich doch nicht an, du Schlüpfer. Was willst du, Wurstgesicht? Kannst du mir einfach. Wurstgesicht. Kannst du mir einfach, ja, du siehst aus wie ein Wurstgesicht. Nur, dass du die Pelle noch nicht ab bist da oben. Mein Gott, nee. Du brauchst mich gar nicht angucken. Nur weil ich ihn jetzt von der Familie ein bisschen dumm angemacht habe, brauchst du mich nicht zu scharf machen. Denkst du, er braucht Verteidigung? Nee, eigentlich nicht. Wir sind mental eigentlich oder kognitiv alle so weit, dass wir keine, uns nicht gegenseitig unterstützen müssen bei dir. Der Ast ist ja auf der anderen Seite. Der ist da. Wie hoch ist der ungefähr? Was schätzt du? Also der Baum ist an die 20, der Ast ist bei, ja, lass den bei 10, 12 Meter sein. Ja. Kettensäge. Ja, sichi. Was hast du da eigentlich für eine Kettensäge? Eine kleine Einhand-Kettensäge? Die hat mehr PS als so manche Zweihandsäge. Das ist extra, das nennt sich Top-Händel. Jetzt würde wieder jeder Lehrer sagen, niemals nur eine Hand an die Säge, immer zwei. Aber die ist extra für solche Fälle ausgelegt. Das, ja. Die hat auch ordentlich Dampf, dass ich auch oben damit schön arbeiten kann. Und die kann ich mir besser an den Gürtel hängen als eine Kannst normale Säge. Kannst du dir Udo noch mit an den Gürtel hängen? Ja, das soll nicht das Problem sein, aber die Geräusche dabei beim Aufstieg. Ein bisschen schneller. Brauchst du jemanden, der jetzt ein bisschen mehr Dampf an mich abgibt, oder was? Ich glaube, ich muss euch mal wieder öfter besuchen, dann nützt alles nichts. Ja. Er fängt schon wieder an zu pissen. Du hast doch hier so eine Gärtnerhose an. Hast du eigentlich die Kraft der Natur in dir? Ja, doch. Wie beleidigt ganz der ist. Ganz großen Problem. Ja, hau raus. Wir haben Wochenende, 2 Punktspiele hier. Ja, und ich sorge jetzt dafür, dass wir das gebacken kriegen. Ja, aber ich krieg nichts gebacken mit dem Mähen. Lebenskrise. Guck mal, sieht aus, als ob seine Frau sich von ihm getrennt hat. Nee. Schnauze wird die voll. Was soll ich hier schaffen? Ich kann nicht mähen. Aber was willst du denn machen? Willst du Zeltplanung oder den Hauptplatz? Nee. Ich meine, die hat Mittwoch angerufen oben. So wie er tat. Dann in Ostfriesland dauernd nur Regen kommt. Kann doch nicht wahr sein. Ich sage, wenn das nachher trocken wird und das bleibt 2 Stunden trocken, dann müssen die Plätze gemäht werden. Ist mir egal, scheißegal wie. Und wenn ich mit der Sichel darüber gehe. Warte auf den Tag, wo wir beide mal einfach ein harmonisches Gespräch haben. Ja, wo soll es denn Harmonie entstehen? Wo soll Harmonie entstehen? Wie alt warst du noch? 60, ne? Du hast 60 Jahre hier in Wohlstand gelebt. Jetzt hör doch auch mal hier rumfahren. Meine Fresse. Das kriegt man auch noch gebacken. Ja, aber wie, Janosch? Ein Tag später, eine Woche später. Ja. Das kriegt man doch wohl hin. Das wird so verrückt. Du hast Wochenende Punktspielstart und weißt nicht, wie du die Plätze gemäht kriegst. Hast du nicht auf Kamera, ne? König Udo wollte gerade eben. Du, wer macht den frischen Kaffee? Du, hier, du, da drüben, auf der Straße. Komm mal rüber und mach mal frischen Kaffee. König, du kannst das. Ich glaub an dich. Aber heute kriegt auch richtig Lack von mir, ne? Hier der Blick. Nee, kann keiner. Ihr seid alle Schlüpfergesichter, mehr seid ihr nicht. Wisst ihr? Um an mich ranzukommen, da müsst ihr erstmal, da müssen Kerle gebohrt werden. Als wenn man mit so einem Elfjährigen spricht, der ist dann auch irgendwann so. Nee, das stimmt gar nicht! So willst du nicht einmal jetzt im Anfang, ich möchte das sehen. So will ich, geh da weg, sonst kriegst du noch den Salom am Ohr zu. Aber bleib mal stehen, der Daumen ist. So, Vorsicht.
Welche Vorsicht! Er zielt nach oben und das Ding fliegt nach links um 90 Grad und haut mir um die Ohren zu. Sag mal ruhig, er muss jetzt. Satan nochmal, der trifft auch noch. Wie sieht's gerade ein bisschen näher? Satan. Ja, der Familie. Das ist geil, wenn wir da Steine reinhauen, die Dinger fliegen. Fliegen bis über die Ems. Echt? Ja. Ey, weißt du, wie viele Kilometer von hier nach Ems ist? Alter, ich wohne an der Ems. Ach, so meinst du das? Ich wollte gerade sagen. Reg dich doch nicht hier gleich wieder. Udo, wir wollen noch ein bisschen was länger von dir haben. Reg dich nicht immer so auf. Okay. Sonst kippst irgendwann. Ja, meinst du denn, wie weit von hier nach Ems? Ja, warum steht die Marmelade noch im Kühlschrank? Meine Güte, Alter. Weißt du eigentlich, dass Marmelade gar nicht im Kühlschrank darf? Ja, dann machen wir eine Marmelade auf und probieren nach 3 Tagen, wie das schmeckt. Ja. Das ist genau wie Nutella, gehört auch nicht in den Kühlschrank. Man kann es auch gleich einen Pflasterstein zum Frühstück hinlegen. Nutella in Kühlschrank, kennst du mich? Ja, da gibt's Leute. Die Eich hat sowieso krass Schräglage, ne? Oder ja, macht das nichts? Das macht nichts, die steht ja schon ewig so. Ich habe mir nur alle Bäume hier mal durch angeguckt und wir müssen hier tatsächlich mal komplett einmal rundum fliegen, weil so viel Totholz in den Bäumen ist, dass keiner was auf die Birne kriegt. Das wäre tatsächlich mal wichtig. Ja. Und das hat sonst immer jahrelang die Gemeinde das gemacht. Die sind dann hierher gekommen mit ihren kleinen Steigwagen und haben das alles durchgeschnitten. Jahrelang. Und seit ein paar... Ja, da wäre ich froh drüber. Was ist das denn für ein Gelöter? Also oben musst du mal eben da, wenn du überhaupt so weit zoomen kannst, hätte ich vielleicht vorher zeigen können, habe ich jetzt ein Cambium schon eingebaut, damit wir den Baum nicht beschädigen mit unserem Seil. Und unser Seil nicht beschädigen mit dem Baum durch die Seilreibung. So, jetzt baue ich hier mein Seil rein, ziehe das durch den Cambium-Schoner. Es gibt natürlich mehrere Einbauarten, aber das hier ist die für faule Menschen, so wie mich. Normalerweise, du kannst ja auch ein Aufstiegsseil einbauen, dann kletterst du hoch und ach, ja, habe ich jetzt aber keine Lust zu erklären. Ist auch nicht so spannend. Das ist Seil. Das ist Seil, genau. Also quasi wie so ein Bergsteiger-Moped. Wie so ein Bergsteiger-Moped. Fängt das wieder an. Janusz, erklären, dann könnte er das auch für den Bergsteiger auf dem Torfhaus, dann war er ja Bergsteiger. Genau, ich schieß mir das Zwiller-Ding auf die Zugspitze. Ja. Dann zieh ich mich dann ran hoch. Und kommt gerade in Brandenburg auf der Müllkippe an. Aber weil die Zwille so gut ist, schieße ich von hier bis zur Zugspitze. Ja, ja. Koordinaten, Janusz. Alpha Bravo Lima. Lima. 452 Ihr Bein habt so einen an der Waffe. Weißt du, wo der den hinkriegt? Wenn er hier steht und wird den wegschießen, der wird noch nie mal beim Tor ankommen. Janosch kann ja gucken, ob er von hier dein Auto trifft. Dann lässt das du. Das treffe ich. Ja, dann lässt du. Udo, aber nochmal. Reg dich nicht so auf. Ach, das ist doch wahr, mit seinem Bergsteiger-Methode da. Kommt gerade auf den Tisch drauf und dann will er einen Berg steigen. Ach, Udo. Ist in Italien. Da, 2200, da gehe ich rauf. Da gehe ich rauf, ja. An den Tag siehst du das Video. Hat er sich einen Roller ausgeliehen. Ja, so geil. Nein, warst du nicht. Du warst noch bis 1600 oder was sagtest du? Ja, weil es dunkel wurde. Ja, weil es dunkel wurde. Er hat Angst gehabt, wa? Ich will mich da abends mit irgendeiner Berglöwenfamilie im ja, ja. Ein Kuscheln. Ja, ja. Kannst du mal ehrlich sein zu den Zuschauern? Was dein Haupt? Ich hab's im Internet hochgeladen, dass ich mit dem Roller hochgefahren bin. Bist du hoch? Nee, du kannst ehrlich sein. Ja, dann schreib doch mal dazu. Da du hörst das. Also, Udo, das hier ist unser kleiner Reichsbürger hier, Verschwörungstheoretiker. Ich vermute das. Udo, gefilmt, wie ich da mit dem Roller hochgefahren bin, du sagst, ich soll jetzt die Wahrheit erzählen. Nee, ich bin eigentlich mit dem Helikopter hochgefahren. Nein, es geht darum, dass du Höhenangst hast. Ja, sag ich doch immer, dass ich Höhenangst hab. Ja, sag ich doch immer. In der Hose gehabt, dann kann er da mit den Gondel hochfahren musste. Ja, das waren 4.500 Meter. Und dann ist das 4.500 Meter Wilke, mit der Gondel. Wir sind an dem Punkt angekommen, schreib Udo ein Skript, das geht so nicht mehr weiter. Wir können nicht mehr frei reden. Wir einfach im Hintergrund stehen und mich fertig machen. Ja, die ganze Zeit. Und ich denke, alle gucken sich hier nur an. Merkt ihr, dass das Verwandtschaft ist? Sie halten zusammen. Das ist eine geile Verwandtschaft. Das ist eine Familie. Nicht so wie du, Wilfried, die Augen in die Schnauze. Das ist ein Büchseinswams. Der holt zusammen. Die Kerbfurt, ne? Die Kerbfurt. Und da ziehst du dich gleich so hoch. Ja, ja, so. Ne, jetzt ehrlich. Ne, ja klar, ich muss gleich hoch. Ah, fuck, ich hab meine Fußsteigklemme vergessen. Kannst du mir die noch holen? Hä? Fuck, ich hab meine Fußbäckchen, aber zu mir sagen, dass Daniel Kaffee gemacht hat. Und selber ist er faul. Das ist schon, das ist doch ein kompletter Unterschied, Alter. Ja, dann zieh ich dich da hoch. Ja, das will ich gern sehen. Zieh mich hoch, los. Aber mach doch was. Nicht, dass ich hier wieder umsonst stehe.
So, ja. Bitte schön. Besten Dank. Besten Dank. Vorsicht, ich leg dich auf die Seite, dann liegst du hier gleich. Und dann habe ich das Problem, wie ich das machen muss. Ist ja nicht das erste Mal, Udo. Ist ja nicht das erste. So, jetzt hängst du dir das Ding hier, glaube ich, rein. Ne? Hier, ne? Hier, ich glaube, wieder mal einmal. Stimmt das? Oder wo? Oh, hier. Die sind groß. Ja, natürlich. Ist auch gern. So. Es gibt da auch noch einen Haken, das ist ja ein bisschen besser, aber den muss ich mir noch besorgen. So, und Kiek! Dann, und dann hängst, lässt du ihn da so unten hängen, oder? Nee, das Ding, Erdanziehungskraft gibt es nicht, oder? Oh, ziehen bitte, ich mache eine allgemeine Frage. Darf das man kannst hier? Du doch selbst erklären. Danke. Hey, sag doch mal dazu, Jana. Manchmal ist einfach Logik gefragt. Nee, bloß kann ich auch mit filmen jetzt. Kannst du Janusz begucken und dann ist das gut. Ich darf hier gar nichts fragen, oder was? Du darfst alles fragen. Ja. Weißt du was? Schade, dass die Zwille nicht Menschen zum Mond schießt. Aber ohne Rückfahrkarte. Rückflugkarte. Ja, ohne Rückflugkarte. Kannst auch gar nicht mehr ohne. Ich mache immer sonst alles durch die Arme, aber... Was ist das, wenn ich fragen darf? Das ist eine Fußstabklemme. Da kann ich gleich das Seil reinpacken. Der zieht hoch, aber blockt dann, dass ich nicht wieder runtergehe. Ach so. Dann habe ich es ein bisschen einfacher. Ich habe mal gesehen, dass Leute auch solche Sachen an den Füßen haben, wo sie den Baum mit hochklettern können. Ja, das ist ein Steigeisen, aber dann würden wir den Baum jetzt beschieben. Kann man übrigens auch bei Bergen benutzen, Udo. Oh, welche lass deine Berge? Du wirst nie auf den Berg kommen. War ich doch, letzte Woche in Italien. Ja, auf eine Straße, du warst nicht auf dem Berg. Ach so. Ja, das ist offiziell kein Berg. Also wenn ich die Straße, welchen Brocken hochfahre mit der Kutsche, ist es kein Berg. Nein, er will ja bergsteigen, spricht er von. Also dann muss er den besteigen, dann von der Rückwand. Janosch, wenn du mit dem Helikopter auf dem Mount Everest landest, dann bist du nicht auf dem Berg. Doch, dann bist du auf dem Berg. Nein, dann bist du aber kein Bergsteiger. Dann hast du das einfach machen lassen. Ja, aber ich bin ja dennoch auf dem Berg. Sag mal, bist du eigentlich auf... Mit dem Helikopter kommst du gar nicht auf den Mount Everest. So langsam habe ich das Gefühl, du kommst nicht von dieser... Überleg mal, der Mount so langsam habe ich... 8000 Meter, das ist Reiseflughöhe von einem Flugzeug. Ja. So hoch kann der Helikopter nicht. So langsam bin ich... Ja, ich will glaube ich zumindest. Ja. Du kommst von einer anderen Welt. So, geht los. Blöde. Nimm das Gemüse doch gleich weg, das sagst du doch, oder nicht? Ja. Der Stier. Was soll ich dazu sagen? Er läuft ja so hoch, als wenn er eine Treppe hochläuft. Das Ist doch nur noch Wackelpudding und mehr hat er doch nicht drin. Guck mich auch noch an, blöd. Und oh, macht er aber schön. Guckt euch das eben an. Daniel sieht aus wie der Butler von Tomb Raider 1. Man muss sich gleich wieder Sünden beichten, die ich ihn in die Kühltruhe gesperrt habe. Reingelockt und weggesperrt. Ja, weil der auch Psycho war bei Tomb Raider 1. Die Geräusche, die er gemacht hat. Genau. Dann hat man den in meiner Kühlkammer eingeschlossen. Ja, ne? Genau.
Welcher Ast ist das jetzt? Der liegt hier, komm her. Das kannst du von hier nicht sehen, den musst du von vorne gucken. Ist der da hinten oder was? Ja, das siehst du nur von hier. Der aufgebrochen. Den siehst du von hier. Aber ihr müsst doch immer unter durchlaufen, ne? Ja, anstatt wir bescheuert laufen. Nein. So. Siehst du nicht, was tot ist da? Guck da bitte hin und film mich nicht! Ja, siehst du nicht, was tot ist da? Was seid ihr, Hohlköpfe, echt? Und ihr fängt da hinten auch noch zu lachen. Jetzt sehe ich das, Udo. Ja, so. Und den muss er jetzt finden, wo die Bruchstelle ist. Ist das wie beim Klempner? Ja. Warm? Ja, du hast auch eine Waffel, hast du. Musst du noch höher? Nee, dann muss ich erstmal umbauen. Mach ich aber gleich. Muss erstmal hier rein. Na Udo, gehst Kaffee trinken? Geht dir doch gar nichts voran. Du sitzt doch den ganzen Tag hier zum Kaffee trinken. Das ist glitschig. Das besser rum. Hast du keine Angst, dass der Ast da oben bricht? Nö, also Alter, hält ewig. Ja, ich meine, wo du das Seil drum gemacht hast. Nee, wie gesagt, das Eiche hält ewig. Bei welchen Bäumen wird es eher gefährlich? Also es ist ganz unterschiedlich. Alle Weichhölzer und deswegen ist es nicht immer ratsam, das Ding von unten nachher einzubauen. Bei manchen Bäumen kannst du besser erstmal hoch und dir die Astgabeln und so angucken. Ja. Um Eindruck davon zu bekommen. Aber du hast ja gar kein zweites Sicherungsseil. Ich habe sogar hier habe ich eins. Achso, also wenn der oben bricht, dann hält dich der andere. Wenn ich mich kurz sichere, ja, aber der bricht nicht. Glitsch. Ah! Du, wenn der bricht und ich sterbe, habe ich es nicht anders verdient. Ich wollte es ja so. Janosch! Wenn du halb zu viel kaulst, dann wäre das schon alles fertig gewesen. Nee, mir geht da nicht hoch. Mir kann Janosch ja Sprüche in den Magen drücken, kann mir nichts passieren, er ist ja oben. Ja, schau doch mal an. Ja. Ey, du Schlumpfgesicht! Ich höre nichts! Da hast du ihn aber jetzt richtig beleidigt. Ja, aber man macht das auch nicht so richtig. Was soll ich denn sagen? Janosch! Deine Mama hat gerade angerufen, du sollst nach Hause kommen, die Pampers wechseln! Deine Mama hat angerufen, du sollst nach Hause kommen, die Pampers wechseln! Oh, leck mich am Arsch, da tut der Hexer. Er verarscht mich da hier, wo ich ihn verarsche. Verarscht er mich noch mehr. Tom, geh mal mit deinen Händen bei den Punkt weg. Also, dann ist ja schon peinlich, was du hier machst. Ist doch nicht gekommen, geh doch mal hin. Jetzt tut er schnell weg. Mann. Nur sei mal ehrlich. Der fällt da so runter und sitzt da und fragt dann auch noch. Janosch, wie hoch würdest du dir das zutrauen? Was ich gemacht habe, waren 30 Meter. Satt. Hast du dann Spezialklamotten an jetzt, dass da nichts passiert? Ja, ein Baumwollschlüpfer mit Eingriff. Oh, Wilke, kann man mal ernst reden, ohne da deine dumme Bemerkung hier. Mein Gott, nee. Frag doch ganz vernünftig. Gott nee, sagt er, Gott nee. So, fang du jetzt eben langsam an. Was habt ihr wieder für eine Diskussionsrunde? Er sagte gerade zu mir, Tom, da geh ich nicht hoch. Nee, oh oh. Ich sag, nee, da brauchst du auch keine Sorgen machen. Da wird der Ast nämlich freiwillig schon runterfallen, wenn du hochkommst. Willst du mich jetzt diskriminieren? Oder? Nee,
Nee, aber vorgestern hast du selber oben angekündigt. Hast mir sogar noch ein WhatsApp-Nachricht. Ab morgen früh gehe ich ins Fitnesscenter. Einmal war ich da. Ja, einmal war es da. Zu gucken, wie die Bänke aussehen. Zum Anmelden. Ja, zum Anmelden. Und was hat er gestern zu dir gesagt? Bauchschmerzen. Ja. Vor 3 Monaten sagte er, ich hab gehen. Hey. Tom, jetzt mal ganz ehrlich, ist deine Gesundheit. Ich habe auch hier so ein bisschen umgestellt. Hier oben fängt er an. Hier oben musst du an dich denken. Und dann musst du sagen, weißt du was, und da zieh ich durch. Der innere Schweinehund, der muss raus. Der muss einfach raus. Janosch hat's mir vor 2 Jahren gesagt, Udo, hör auf mit dem scheiß Zucker und das. Nie drauf gehört. Immer weiter Süßigkeiten reingesteckt und alles. So, und dann musste ich letztens zum Arzt und haben den Zuckertest gemacht und da war ich leider zu hoch. Zack, war von einem Tag auf den anderen mit Zucker vorbei. Da muss erst mal ein Knickelfangschlag kommen bei dir. Geh doch hin! Heute hatten wir keine Zeit. Nee, heute haben wir keine Zeit. Ich sag ja, guck den König an, der nimmt sich die Zeit. Der geht morgens Fitnessraum. Warum machst du es nicht? Es ist doch alles da. Mein Gott, hör auf mit den Ausreden. Weißt du, früher war das genauso. Mama, warum gibt's keine Marmelade? Nee. Weil Udo dich nicht in den Kühlschrank gepackt hat. Richtig. Ja, genau. Nee? Bei dir gab's nur, glaube ich, von morgens bis abends Nutella-Brötchen. Jucke. Moin, Hermann. Was ist hier denn los? Äste weg. Du. Alter Verwalter. Warum bist du denn nicht oben im Baum drin? Schön mit. Wie soll ich da denn hochkommen? Hast mich mal angeguckt. Aber Janosch macht das, der hat das richtig drauf. Ja, ne? Udo mit blöden Sprüngen unten. Ja? Udo, ist das vernünftig? Ja. Wenn mir das Anweisung geht, dann läuft das. Du. Da hätten wir schon längst Krankenwagen hier gehabt, Anweisung. Da hätten wir schon längst Krankenwagen hier gehabt und Notarzt. Machst du das auch noch weg? Ja. Oh Gott. Sitzen wir hier sicher oder haben wir gleich einen Ass im Mord? Bist du noch gar nicht am Main, oder? Hast du einen Nagel im Kopf, oder was? Du kommst hier an, schläfst bis um 14 Uhr. Junge, ich hab die Zimmer schon fertig. Was ist los, Udo? Du sollst, er schmeißt das Ding jetzt runter. Welches Ding? Ja, den Ass da hoch. Ja, Ding. Hör auf, dann einer Tour Kommandos zu geben. Ich hab nur zu Janosch gesagt. Ja, du bist da am Rumböcken. Hallo. Pass auf, er ist schwer. Hier gibt keiner Kommandos. Ich bin hier oben. So. Warte! Gefahr gebannt! Jetzt stell dir mal vor, das Ding hätte Udo einen queren Hals sitzen gehabt. Da wäre ein Mist gewesen. Dann hätten wir so Schloss von da drauf hauen können. Übeltäter, der ist komplett rausgebrochen. Der war so lose, dass ich nicht mal schneiden musste. Also es war schon gefährlich. Das war sehr gefährlich. Was hat er gesagt? Zehn, das hast du doch gehört! Das war da draußen vielleicht nicht. So, liebe Leute, der war so lose. Das war wirklich Gefahr im Verzug, den braucht ihr noch nicht mal mehr schneiden, der fiel so raus. Was wiegt das Ding so, was schätze? Weniger wie du. Ich habe eine normale Frage gestellt. Ja, und Zuschauer ich hab... vielleicht auch interessant, weil ich glaube nicht, dass ein Zuschauer jetzt schätzen kann. Weiß ich doch nicht. Welche... Und schätzt. Bin ich eine Waage? Sehe ich aus wie eine Waage? Habe ich hier irgendwie Zahlen auf dem Brille hängen oder was? Timo, mach du das eben. Was? Schätzen, wo schwor das Ding ist. Ah, Timo, mach du das eben, wie schätzen, wie schwer ist. Kannst du das andere Seil losmachen? Ja, so. 20 Kilo hat er wohl. Wenn du den aus 12 Metern abbekommst, dann hast du. Ja. Was für eine Fallgeschwindigkeit hat 20 Kilo? Also, ich muss hier eben eine Fallgeschwindigkeit durch mit 20 rechnen. Das wird dann ein bisschen, schätze mal, der wird so 60 Stundenkilometer draufkriegen. Wie schwer der wird? Nein, die Schnelligkeit, wie er unten ist, so schnell. Fallgeschwindigkeit unten, aber wie schwer der Stamm wird dann? Oh, das ist ein bisschen mehr, dann hast du weh. Dann hast du auch Angst. Ich muss ein Foto machen, dann hebt das Ding ihm gerade hoch, stell das Ding nicht. Natürlich, ich will den, stell mich. Foto. Ja, natürlich, ist dir gar nicht schwer. Na ey, so, jetzt mach dein Foto von. Ich, weißt du was, mach die Scheiße selber. Soll ich dann auch noch mal über den Sportplatz laufen oder was? Wenn das noch von dem wollt, was? Oh nee. Moin Didi. Moin. Was ist hier denn los? Wo bist du lang gegangen? Über den Platz. Du holst jetzt eine Hake. Und machst deine Spuren wieder weg. Du hast da so einen an der Murmel. Nee. Meinst du, dass ich jetzt der Haken und mach meine Fußspuren wieder weg? Ja, du hättest ja auch einen Platz laufen können. Ich hab dir schon tausendmal gesagt, das ist ein Fußballplatz.
Und allmählich hab ich die Schnauze nämlich voll. Dann kann ich auch anders werden. Bis jetzt bin ich immer noch ruhig geblieben. Aber das kann sich auch schnell ändern. Und was dann, heißt denn, wenn du dich änderst, dann gibt's dann heute Abend Bratkartoffeln mit. Wann hast du heute gefrühstückt? Mein Sohn. Wie spät? Und meine Schwiegertochter. Wie spät? 10 Uhr. Das kann ja gar nicht. Ah. Ich saß da oben um 1 Uhr und hab ich die Sprachmitteilung gehört, dass du erst frühstückst. Ja. Das war zufällig, weil mein Sohn und meine Schwiegertochter, die haben auch Urlaub. Und Lodi und ich, wir waren schon am Kaffee trinken. Und da kamen die auf einmal rein und sagten, wir wollen eigentlich mit euch frühstücken. Ich so, das ist Qualität. Ja, das wollen wir nicht wundern, wenn sie auch noch ein Brötchen mitgebracht haben. Hätte man ja auch eben eher sagen können, dass man auch das wusste. Ne, natürlich hat das so nicht funktioniert, genau, aber dann haben wir noch ein Plätzchen gefunden. Und dann haben wir jetzt mal schön lecker gefrühstückt. So, muss man sich schon Zeit lassen. So, und jetzt bin ich wieder hier. Und jetzt habe ich auch schon wieder... Wie war es, Jan? Die ganze Zeit von... Als ob Dagobert Duck da unten steht und... Satan! Udo! Erstmal Janosch. Super. Also, nee, lass deine Handschuhe anlassen. Hast du 100% nicht hingekriegt. Also, das macht auch nichts. Aber das war wirklich geil. Wie du da hochgegangen bist, wie eine Rakete. Also wirklich. Atemberaubend. Die echten Aufnahmen. Ja, aber hast du. Dreh dich mal um. Ich will gucken. Du bist ja einmal runtergerutscht. Nee, hast. Da ist nichts kaputt. Aber das ist normal, Udo. Das passiert ja. Ja, aber das ist ja gefährlich, ist das ja. Ich bin ein bisschen süchtig nach Todesangst und Kälteschocks. Ich habe angefangen mit Eisbaden, jetzt muss ich einmal am Tag wenigstens kalt duschen, damit ich klarkomme. Ja. Janosch, ja. Kannst du dir so schneiden, damit Udo die ganz einfach bei eBay Kleinanzeigen verkaufen kann? Dass sie so in den Kamin reinpassen. Nein, Janosch, das wäre nicht verkehrt, wenn du die alle so auf 30 cm schneidest. Dann kann ich die so mit dem Kofferraum mit nach Hause nehmen. Das ist Vereinseigentum. Eigentlich ist Eigentum. Ja. Udo, willst du etwa Eigentum vom Landkreis Nein. verkaufen? Nein. Didi? Jetzt hören wir mal zu. Jetzt kommt der Tesch und sagt, er will das ganze Brennholz mitnehmen. Möchte der etwa Eigentum vom Landkreis verkaufen? Overlehr, was du sagst. Also, meine persönliche Meinung ist, Udo hat's verdient. Siehst du? Und das ist Didi, weil Didi wollte, dass ich das andere Holz auch schon mitnehme. Dann hast du kein Feuer mehr für den Whirlpool. Ja, wir haben ja die Kerze, wir haben ja aber die Kerze gekriegt. Ja. Und Udo, wir kriegen ja von Udo dafür auch trockenes Holz wieder. Bist du bescheuert oder was? Siehst du, und dann kriegt er natürlich nicht mit. Wir müssen trockenes Holz wieder haben für den Whirlpool. Was ist das denn hier für ein Ding? Ja, da schüttelt den Saal mit hoch. Gib mir mal einen Stein oder was? Stell dich da mal hin, so 10 Meter. Wir müssen was ausprobieren. Ja, ich probiere ja auch was aus. Zehn, ihr wollt schon, dass ich mit dem Berg Blitz, kommt der Schnurren weg. Zehn wollt sich schon Berg hochschießen. Das sind doch ziemlich viele Äste, muss ich sagen. Wollen wir das jetzt mal eben wegräumen, oder?